Ihr würdet meine Bilder gerne mal im Original sehen, einen Blick auf meine Aquarelle werfen. Dieses Video verrät euch wie. Ich habe fast von zu Hause bekommen und ich war einkaufen. Was mit dem ganzen Kram auf sich hat, erkläre ich euch gleich. So. Ja, ich habe nämlich ein paar Sachen vergessen, bei denen ich aber finde, dass sie irgendwie noch benötigt werden. Also habe ich sie mir nachschicken lassen. Und außerdem gibt es noch andere tolle Dinge zu berichten und heute werde ich sie nun endlich berichten. Fangen wir aber mit der Post. Also, könnt ihr euch bestimmt denken, worum es geht, wenn ich erstmal auspacke. Dieses Paket ist übrigens für einen Atomschlag gepackt, also alles hier dreimal verpackt und so weiter. Ich fange einfach mit dem offensichtlichsten an. Ihr wisst, was das hier ist, nicht wahr? Und dass man sowas hier da reinsteckt. Und bei meinen Mangaka werden Podcasts wurde immer wieder gefragt, Inga, machst du denn mal zu einem ganz bestimmten Thema etwas? Ja, mache ich. Könnt ihr euch denken, oder? Das hier und dazu habe ich noch Printerpapier, also Druckerpapier gekauft. Dieser netten jungen Dame drauf. Und ich hoffe, das Papier ist geeignet. Werden wir dann ja sehen, wenn ich die Linien ziehe, ob es ausblutet wie verrückt. Und die zweite interessante Sache, die ich euch schon von Anfang an erzählen wollte, ist folgendes. Und zwar, Moment. Inga hat eine Ausstellung hier, Gosch. Und zwar zusammen mit Melanie Schober und Tina Brenneisen, auch beide im Manga- bzw. Comic-Business tätig. Und ich habe die Ehre, auf der Einladungskarte zu sein. Die gehen jetzt gerade alle raus. Ich habe auch ein paar in meine Familie schicken lassen. Am 27. ist es soweit. Und ich habe natürlich auch meine Originale mitgebracht, damit wir halt nicht nur Drucke ausstellen, sondern auch wirklich die zum Beispiel Original-Aquarelle da hängen und die original getuschten Seiten. Und die Einladungen sind auch schon alle rausgegangen. Ich hoffe, dass ganz viele Leute kommen. Ich glaube, es sind auch Workshops geplant, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich soll auch noch ein paar Workshops machen, was für mich total okay ist. Naja, also alle Leute, die am 27. und bis zum 15. Januar noch nicht wissen, wie sie sich kulturell bilden sollen. Ich empfehle diese Ausstellung. Eine Ausstellung zu organisieren ist gar nicht so einfach. Natürlich muss man wissen, was man ausstellen will, worauf man den Schwerpunkt setzen möchte. Ich habe mich für Original-Manga-Seiten und Aquarelle entschieden, weil ich denke, dass es meine Arbeit am besten wiedergibt. Heute beginnen die Vorbereitungen für die Ausstellung. Zum Beispiel müssen die Bilder natürlich gerahmt werden. Ich wurde gefragt, ob ich dabei sein darf und natürlich möchte ich. Also werde ich jetzt erstmal runter zum Museum gehen und schauen, was mich so erwartet. Wir kommen natürlich mit. Es ist natürlich nicht damit getan, die Bilder einfach nur auszusuchen. Sie müssen auch ansprechend präsentiert werden. Meistens benutzt man dafür Passepartouts und diese werden dann ordentlich gerahmt. Das ist der Fahrstuhl, der mich nach unten bringt. Wir sind nämlich genau unterm Dach hier und das Karikaturmuseum ist direkt nebenan, da will ich jetzt hinlaufen. Das ist also das Museum, in dem Tina, Melanie und ich ausstellen werden. Es ist ziemlich berühmt, viele Leute in Österreich kennen es. Und es ist übrigens das erste Mal, dass Manga ausgestellt wird, eine Premiere. Bevor es losging, musste ich natürlich einen Vertrag unterschreiben und es musste auch geklärt werden, mit welcher Summe die Werke versichert werden würden. Das heißt, ich als Künstler musste angeben, wie viel Geld ich bekomme, falls den Werken irgendwas passiert. Gar keine so leichte Entscheidung. Hier seht ihr gerade, wie die Bilder in die Passepartouts eingepasst und später gerahmt werden. Dieses kleine Gewicht da dient dazu, dass das Bild wirklich glatt aufliegt und diese kleinen selbstklebenden Klebeecken ordentlich aufgebracht werden können. Hier ist zum Beispiel ein fertig passepartoutisiertes Bild, wenn man so will. Das ist aus einer alten Kurzgeschichte.
So wurden nach und nach alle Bilder perfekt für die Ausstellung vorbereitet und das mit einer Engelsgeduld und Sorgfalt. Je mehr ich zuschaute, desto aufgeregter wurde ich. So viel Aufwand für meine Bilder. Oh Mann, ich weiß nicht, wie ich das alles zurückgeben kann. Ich fühle mich einfach super geehrt. Ich hoffe, ich habe euch mit diesem Video Lust gemacht auf die Ausstellung. Melanie, Tina und ich würden uns sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut.